Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leicht verspätet. Ich habe es auf Instagram ja gesagt. Wir saßen am Montag auf dem Rückweg vom Motortag im Bus. Und uns ist aufgefallen, es ist tatsächlich ja der 1. Mai. Das heißt, um 10 Uhr hätte eigentlich dieses Video online gehen müssen. Haben wir aber einfach komplett, ehrlich gesagt, verschwitzt. Also Schande über mein Haupt. Wir haben wirklich nicht dran gedacht. Zack, war wieder ein Monat um. Mal wieder ein Rekordmonat. Es ging wirklich schneller, als man gucken kann. Schneller, als man denken kann. Und zack, war der Monat um. Egal, was soll's. Ja, erstmal vorweg. Motortag. Der Mario Moser hat den Event gemacht. Auf dem Salzburgring. Es war geil. Könnt ihr euch noch auf ein cooles Video freuen. Also war seit langem mal wieder ein Event, wo ich wirklich sagen muss, Respekt. In Kürze der Zeit so viele Leute da vor Ort hinzukriegen. Diese Leute, die Stimmung einfach, ja, was soll ich sagen, ihr werdet es im Video noch sehen. Es war eine geile Mischung aus Rundstrecke, aus Show and Shine, Viertelmeile, Vergleichsfahrten. Es war einfach alles dabei. Es war richtig cool. Es hat richtig Spaß gemacht, mit dem Arbeit mal eine neue Strecke zu fahren. Ich muss immer wieder sagen, ich persönlich wäre noch nicht viele Strecken gefahren, aber die Strecken, die ich gefahren bin, es ist im Verhältnis zum Bilsterberg definitiv alles einfach, muss man einfach so sagen. Also das war jetzt zum Beispiel eine Strecke Salzburgring, wo es tatsächlich mal Passagen gibt, wo man einfach beim Geradeausfahren bremst, nicht irgendwie um eine Kurve, nicht irgendwie mit Bodenwellen oder irgendwas und zack, funktioniert so ein Auto gleich auch deutlich, deutlich besser als auf dem Bilsterberg. Also es ist schon irgendwo berechtigt, dass man sagt, wenn mein Auto auf dem Bilsterberg funktioniert, ist auf anderen Strecken auch funktioniert. Aber egal. So, wir sind mittlerweile im Mai angekommen und ja, wir machen das Gleiche wie immer. Wir gucken einmal, was bisher eigentlich so ging im April und was so im Mai geht. Ich würde sagen, dieses Mal als allererstes vorweg. Diesen Freitag sind wir in Oschersleben auf dem Polybauer Track Day. Ich werde mit dem Arbeit kommen. Tom Schütze ist unter anderem mit seinem BMW da. Es gibt noch ganz normale Tickets zu kaufen. Das heißt, derjenige, der Bock hat, mit uns ein bisschen über Oschersleben zu ballern, kann sich an dieser Stelle noch mit einkaufen und kann ein bisschen über die Rennstrecke beraten. Samstag, jetzt kommt Dino Day bei Benny, BK Performance, bei uns in Hannover. Nicht nur auf seinem Allradprüfstand, sondern es kommt wohl auch einer mit so einem Hub-Dino, das heißt, welcher direkt an die Räder kommt. Und wir werden tatsächlich den Obergolf mitbringen. Der steht eigentlich seit dem Race 1000, beziehungsweise TTT, seit der halben Meile unangetastet. Ja, jetzt haben wir uns überlegt, dass wir da eigentlich mal eine Leistungsmessung machen können. Da könnte also auch vorbeikommen. Benny hat wohl einiges vorbereitet, das ganze Gewerbegebiet ein bisschen reserviert. Das heißt, das wird richtig gut. Ich denke mal, wir werden den Obergolf eher am Nachmittag messen, aber es wird sich lohnen. Und dann geht Sonntag weiter, wieder zurück nach Oschersleben. Da ist nämlich tatsächlich Grip das Motorevent. Dieses Jahr dreimal. Das erste Mal dieses Jahr in Oschersleben. Cooles Rahmenprogramm, alles querbeet. Ist ja auch das Fast Car Festival. Zeitgleich auch noch in Oschersleben. Das heißt, das wird auf jeden Fall mal wieder ein kerniges Wochenende mit drei Veranstaltungen. Aber ich freue mich drauf, das wird gut. Ja, also dann öffnen wir doch mal das letzte Video. Oder wollen wir erstmal, nee, wir machen mal anders. Wir gucken mal als allererstes, was wir eigentlich im April so gemacht haben. Das ist definitiv in dem Fall einfacher. Tom Supra, seit langem mal wieder den größten Auspuff. Ja, Supra ist Supra, was soll ich sagen? Brauche ich nicht viel zu sagen. Bin froh, dass wir auch diesen Motor aktuell ja in den Goldbarren bauen. Da sehe ich nämlich gleich als nächstes. Wir waren am Karfreitag an der Nordschleife. Wirklich, Alter, was da abging. Ich habe im Internet zwei Meinungen dazu gelesen. Natürlich kam sofort wieder auf, dass, wenn das so weitergeht, Karfreitag an der Nordschleife wieder kaputt gemacht wird, weil dieses ganze Wörthersee-Volk mit Burnouts, Launch Control und so weiter natürlich auch die Nordschleife zerstören wird. Meine persönliche Meinung dazu ist, dort, wo ich am Karfreitag war und auch zu den Uhrzeiten, wo ich da war, das heißt, wir waren von vormittags bis nachmittags da, habe ich da gar nichts von mitbekommen. Natürlich gibt es hier und da Zuschauer, die an der Straße standen, Schilder gezeigt haben, bitte Burnout machen und so weiter. Aber ganz ehrlich, das gab es schon immer, das wird es auch immer geben. Und am Ende sind es ja nicht die Zuschauer, sondern seid ihr, die den Burnout macht. Das heißt, ich finde nicht, dass man das unbedingt den Zuschauer vorwerfen kann, weil man muss immer sich überlegen, klar, wir kommen so mit einem krassen Auto dahin und sind halt einfach mit dem Auto dabei, gibt aber auch genug Leute, die halt einfach ohne Auto da sind. Und ja, ich finde einfach, lasst euch einfach nicht animieren, dann dort irgendeinen Quatsch zu machen. Wir haben es auch nicht gemacht, dann ist alles gut. Weil am Ende lebt es ja auch von den Zuschauern. Ich habe dann allerdings ein paar Videos gesehen, dass das natürlich nachts dann wieder am Kreisel und im Regen und so weiter eskaliert ist. Ob das die Jahre vorher besser oder schlechter war, kann ich nicht beurteilen, will ich auch nicht beurteilen. War ich noch nie da. Ich kann nur sagen, unser Erlebnis am Karfreitag an der Nordschleife, es war wirklich fett.
Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wir sind 2 Runden gefahren mit dem Goldbarren auf ganz entspannt. Ich konnte jetzt weder feststellen, dass an dem Tag irgendwie die Vollgaspiloten unterwegs waren, noch dass die absoluten Vollrentner da waren. Man hat einfach gar nichts mitbekommen, hat da seine Runde gedreht. Und natürlich war aber an der Ein- und Ausfahrt von der Schleife die Hölle los. Also da war natürlich schon Stau ohne Ende, aber es ist halt einfach auch Karfreitag. Das ist der Tag im Jahr an der Nordschleife. Deswegen von mir gibt es definitiv einen Daumen hoch für Karfreitag an der Nordschleife. Für uns hat sich das definitiv gelohnt. Punkt. Ich hoffe, dass es nicht kaputt gemacht wird, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, am Ende sind es definitiv die Autos vor Ort, die es wenn dann kaputt machen, weil wenn ihr euch benehmt, kann man auch nichts kaputt machen. Ganz einfach. Wird auch nicht unser letztes Mal an der Nordschleife gewesen sein. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Ich denke mal, ich werde sogar nächstes Jahr Karfreitag, habe ich mir überlegt, 1 oder 2 Nächte da verbringen, damit man das Ganze einfach mal ein bisschen ruhiger angehen kann. Ja, dann waren wir auf der Techno-Klassiker. Selimonich, cooles Video zugemacht, jede Menge Oldtimer. Techno-Klassiker ist ja Jahr für Jahr wieder das Thema Preise und Oldtimer. Wie sieht die Oldtimer-Zukunft aus? Ich habe jetzt keine Preisexplosion gesehen. Ich fand die Preise ähnlich wie zum Vorjahr. Es gibt natürlich immer manche Autos, die so durch die Decke gehen. Aber genauso gibt es auch Autos, die wieder verschwinden von der Techno-Klassiker. Ich erinnere mich noch daran, die ersten Male, wo ich auf der Techno-Klassiker war, da war definitiv an jeder Ecke 964 und 993. Das ist jetzt nicht mehr so. Also Porsche-mäßig fand ich es nicht so stark. Umso mehr BMW habe ich gesehen. Jetzt muss ich auch dazu sagen, erst seit ein paar Jahren interessiere ich mich jetzt ja überhaupt für BMW. Deswegen habe ich sie vielleicht vorher gar nicht so wahrgenommen. Aber Kurzfassung, jeder, der Bock hat auf ein XXL Gebrauchtwagen-Autohaus, ist auf der Techno-Klassiker genau richtig. Viel mehr gibt es da ehrlich gesagt nicht zu sehen. Also ich finde, ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob das anders ist, wenn ich über die Essen Motorshow laufe. Also ich habe natürlich zu der Essen Motorshow als Aussteller einen anderen Bezug. Ob ich jetzt auch irgendwie denken würde, Essen Motorshow, da gibt es nur noch Käppis, Klamotten, Aufkleber und Pflegemittel. Aber ich weiß ich nicht. Ich glaube doch schon, dass auf der Essen Motorshow dann doch noch mehr Aussteller sind, die halt wirklich Ware ausstellen. Oder auch meinetwegen Autos ausstellen, weil für mich ist es einfach ein Unterschied, ob man sich Mühe gibt, ein Auto auf einem Messestand gut zu präsentieren oder ob man halt einfach ein Auto mit Preisschildern hinstellt zum Präsentieren. Und da ist Techno-Klassiker für mich definitiv eine Gebrauchtwagenmesse, wo sich der Besuch trotzdem lohnt, weil schnappt euch eure Familie, eure Kinder, eure Eltern, Großeltern, wie auch immer, weil diese Zeitreise, die man über die Messe machen kann, die ist einfach geil. Also, weil man sieht einfach so viele verschiedenste Autos an verschiedensten Stellen, dass sich das definitiv immer lohnt. Aber so, ich habe so ein bisschen vermisst, dass man auf der Messe auch etwas lernt. Autos angucken, perfekt. Etwas lernen auf der Messe, sei es irgendwie irgendeine coole Geschichte, irgendeine Technik lernen, irgendwelche Verfahren, Restaurationen oder sowas lernen, das habe ich ein bisschen vermisst. Dann ging es weiter, aber Prüfstand. Unfassbar, dieses Auto, wirklich. 409 PS. Es ging wirklich wieder ratzfatz. Also da muss ich wirklich sagen, Chapeau, Chris. Wie schnell der diese Autos immer programmiert auf dem Prüfstand und wie gut sie dann laufen und das machen, was sie sollen, ist wirklich, muss man schon sagen, das macht richtig Spaß, mit dir da auf dem Prüfstand die Zeit zu verbringen. Weil es war wirklich so ratzfatz. Wir mussten einmal nochmal die Spritpumpe tauschen. Die war tatsächlich zu schwach. Als wir das dann aber hinter uns hatten, wirklich ein-, zweimal tippern, zack, stehen auf einmal 409 PS. Ich konnte es auch wirklich nicht glauben. Ich kann es auch bis heute nicht glauben. Weil wenn ich sehe, wie viel Erfahrung, Know-how und Technik und auch Probieren, weil es ist in gewisser Weise immer ein Probieren, weil wir bauen solche Motoren ja das erste Mal, in anderen Motoren stecken, damit sie einfach so funktionieren. Und jetzt haltet euch fest, 2,7 Bar machen. Ja, da ging das wirklich beim Abarth so. Und da muss ich schon wirklich sagen, geil. Der Grund, warum das Ganze so lange hält, ist folgendes. Wir haben uns entschieden, wir wollen nicht mehr als 400 Newtonmeter. Das heißt, wir fangen immer bei der Messung an und sobald wir sehen, ah, hier macht er 400 Newtonmeter, heißt das, da machen wir Schluss und dann steigern wir uns nur noch mit steigender Drehzahl. Dass im Idealfall diese 400 Newtonmeter, ich sage jetzt mal von 4000 bis 7,5 stehen. Und dann habt ihr nämlich auch bei 7000 Newtonmeter gleich PS. Das heißt, 400 Newtonmeter bei 7000 sind dementsprechend auch 400 PS. Das ist auch der Grund, warum ich ganz lange dachte, dass der Lader eigentlich zu spät anspricht. Also unabhängig davon, ob es jetzt der alte oder der neue HRE ist, beziehungsweise TTE. Da hat HRE ja ein größeres Abgasgehäuse für gegossen. Das sollte ich auch nochmal einmal richtig stellen, war die Bitte von HRE. Es handelt sich hierbei schon um ein neues gegossenes Abgasgehäuse, welches vom Volumen her und von der Schnecke größer ist.
dieses Gehäuse haben wir genommen und haben es quasi adaptiert an einen neuen TTE-Lader und dieser Lader ist jetzt auf dem Arbeit drauf. Ganz lange überlegt, ist das Auto wirklich so tot im mittleren Bereich, wie es sich anfühlt? Nee. Ich habe lange gebraucht, um zu realisieren, dass nicht der Lader im mittleren Bereich tot ist, sondern einfach der ganze Motor tot ist. Liegt aber nicht daran, dass kein Ladedruck da ist, sondern irgendwann gucke ich in den Lok rein, beziehungsweise sehe auf dem Video mein Display und sehe, ey, da stehen noch 2 Bar und das Ding beschleunigt einfach nicht. Und das liegt halt einfach daran, dass in der Mitte nur 400 Newtonmeter sind. Natürlich beschleunigt das mit 400 Newtonmeter. Wenn sich aber von 4000 bis 8000, ich drehe keine 8000, aber jetzt mal nur sinnbildlich, die Leistung verdoppelt, denkt man natürlich in der Mitte, dass das Auto immer erstmal nicht beschleunigt. Das ist aber der Grund, warum das so gut fährt, nicht durchdreht, Antriebswellen halten, Getriebe halten und so weiter. Deswegen bleibt das auch so. Aber praktisch kann ich definitiv sagen, noch ist das Turboloch bzw. der große Turbolader für mich definitiv nicht zu groß, sondern es ist halt einfach so, dass wir diese 400 Newtonmeter erstmal nicht überschreiten wollen, weil das passt so. Dann 409 PS, da habe ich dann gleich gesagt, so Chris, jetzt reicht's. Das ist wirklich mehr, als wir jemals wollten. Das passt schon. Daraufhin erste Mal Bilzerberg gefahren, beziehungsweise falsch, vorher waren wir noch einmal bei H&R. Immer wieder geil, wie meine Wünsche da erfüllt werden. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl beim Fahren, das ist ja auch das, in jedem Interview sage ich immer, mich persönlich reizt definitiv mehr dieses Optimieren und schneller machen von einem Auto, als jetzt unbedingt maximal viel zu fahren. Ich weiß, ich müsste noch viel, viel mehr fahren, viel, viel mehr üben, viel, viel mehr Routine reinbringen, aber mir geht es nicht darum, zu zeigen oder zu lernen, dass ich der tollste und schnellste Fahrer bin. Das ist mir wirklich vollkommen lax, sondern mir geht es einfach nur darum, ein wirklich geiles Auto zu bauen. Und da bin ich halt eher ein Typ, der, da reichen schon ein paar Runden fahren und ich merke, dass hier und da irgendwo was nicht passt. Da habe ich einfach in dem Moment ein Gespür für. Und das Lernen als Fahrer, wie man jetzt auch in den letzten Videos, glaube ich, ein bisschen gesehen hat, kommt automatisch. Und so war es halt so, ich hatte irgendwie das Gefühl, habe ein bisschen Videos durchgeguckt, dass ich auf der Hinterachse ein bisschen mehr Ausfederweg brauche. Also neue Stoßdämpfer hinten angepasst, Federn gelassen, nur mehr Ausfederweg und siehe da, wir waren auf dem Bilzerberg. Leider hatte ich wieder das Problem mit einer Undichtigkeit in Bezug auf Turbolader, aber Auto fährt Welten besser. Reifen auf Temperatur bekommen, auf der Bremse viel besser. Also wir kommen wirklich in Schritten immer näher zu dem Ergebnis. Und das wirklich auf einem Learning-by-Doing-Weg. Und mein ganzes Leben besteht aus Learning-by-Doing, weil jeder von euch weiß, ich habe keine Kfz-Mechaniker-Lehre. Ich bin auch kein Kfz-Mechaniker-Meister, sondern ich habe einfach nur Bock auf die Technik, habe einfach nur Bock auf Machen und schraube einfach nur gerne. Es ist auch wirklich von Wochenende zu Wochenende so, dass das Auto natürlich immer wieder Pflege und Wartung braucht. Aber ich mache es gerne. Ich mache es wirklich gerne. Muss ich einfach so sagen. Ja, was sehe ich noch so hier? Genau. Und zack, war der Monat wieder um. Thema RS4-Limo. Damit geht es jetzt nämlich wieder weiter. Jetzt haben wir nämlich wieder eine Basis in den Arbeit gebracht, mit der wir arbeiten können. Das heißt, das Auto fährt jetzt. Das heißt, jetzt möchte ich wieder Vollgas mit RS4-Limo geben. Weil es ist tatsächlich so, Antriebswellen sind fertig. Da habe ich ja seit einem Jahr, glaube ich, aus Amerika jetzt drauf gewartet. Das heißt, jetzt so langsam ist das Puzzle komplett, dass wir da mal ein bisschen ernst machen können. Und da sind wir auch bei einem wichtigen Thema von diesem Video. Es gibt immer noch die Baustelle mit der Ölerei. Da bin ich auch ganz ehrlich, bin ich auch immer noch nicht weiter. Das heißt, es gibt jetzt noch einen letzten Check an dem Motor. Den müsstet ihr in den nächsten Tagen sehen. Dabei entscheidet sich, ob wir nochmal alles zerlegen müssen oder ob wir so ins Rennen gehen können. Sollten wir nochmal alles zerlegen werden? Sollten wir alles nochmal zerlegen werden? Wieder perfektes Deutsch, aber ich habe ja versprochen, ich korrigiere mich selber. Sollten wir nochmal alles zerlegen müssen? Wird das richtig gut? Will ja nicht zu viel verraten. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere schon denken kann, was da vielleicht passiert. Ich wünsche mir natürlich, dass ich es nicht zerlegen muss. Ich persönlich hätte mir auch gewünscht, dass leider die Turbolader am Ölen sind. Ganz viele haben auch die ganze Zeit geschrieben, Digga, das sind die Turbolader. Bau sie einfach aus. TTE hat die ganze Zeit gesagt, Digga, das sind nicht die Turbolader, die können nicht ölen. Was soll ich machen? Ich habe sie ausgebaut, wir haben es geguckt. Es lag nicht an den Ladern. Das Öl kommt definitiv aus dem Motor. Und auch nicht gerade wenig. Es ist jetzt aber auch nicht so viel, dass es aus dem Turbolader rausgeplanscht ist und dass beim Zerlegen das Öl da drin stand, sondern es kommt einfach kontinuierlich, gleichmäßig aus allen 6 Zylindern raus. Das ist halt schon so ein bisschen schwierig. Egal, Motor ist, so viel kann ich schon mal sagen, Motor ist jetzt wieder draußen und wird gerade überprüft. Das wiederum heißt, da wir Anfang Mai haben, ich hatte euch eigentlich versprochen, dass wir in 2 Wochen auf dem Race 1000 mit diesem Fahrzeug das erste Mal fahren werden, wird leider nicht der Fall sein. Ich werde am 13.05., das ist der Samstag, vor Ort sein. Das heißt, jeder, der mit mir ein bisschen quatschen will, da werdet ihr eure Chance haben, weil ich werde nämlich tatsächlich mal ohne Auto kommen, ganz privat, jede Menge Zeit haben,
Wir können ein bisschen Dünnes quatschen, können ein bisschen gucken. Ich kann vielleicht mal das ein oder andere Auto fahren oder mitfahren oder kann cooles Videomaterial von solchen Autos sammeln, weil ich werde es genießen, einfach mal auf dem Event zu sein. Ich weiß, das ist jetzt eine Enttäuschung, dass der ein oder andere natürlich dieses Auto gerne fahren sehen wollen würde, aber das ist bis dahin definitiv nicht machbar. Das wäre auch unverantwortlich dafür, dass so viel Zeit in diesen Motor gegangen ist. Da will ich auch nicht jetzt irgendwie den falschen Personen auf die Füße treten. Das muss man mit ein bisschen Ruhe angehen. Wir sind aber dran, dass das Auto im Mai auf jeden Fall nochmal läuft, der Fehler vielleicht behoben ist, außer es ist irgendein kapitaler Fehler. Dann habe ich da allerdings auch schon einen Ersatz für. Aber wir werden es auf gar keinen Fall schaffen, weil jetzt kommt der letzte Punkt noch dazu, wo ich wirklich seit, weiß ich nicht, einem halben Jahr mit mir kämpfe. Thema Überrollkäfig. Ich weiß, ihr wünscht euch alle, dass das Auto straßenzugelassen auf der Straße fährt. Wünsche ich mir selber auch. Dann muss man das Auto aber in der heutigen Zeit radikal anders bauen. Weil, wenn ihr alle mal ganz ehrlich zu euch selber seid und euch umguckt, was für Autos aktuell noch so auf der Straße rumfahren, im eigenen Freundeskreis, wie auch immer. Es wird bei mir ja definitiv kontrolliert werden. Das heißt, das Auto muss, wenn dann, niet- und nagelfest straßenzugelassen sein. Was auf dem aktuellen Wege, wenn ich nicht wirklich viel Zeit mit dem TÜV verbringen will, erstmal nicht funktionieren wird. Deswegen bin ich diesen Schritt gegangen und habe gesagt, erstmal wollen wir zeigen, was die Technik kann und vielleicht ein paar Rekorde fahren. So, ohne jetzt irgendwie zu weit hergeholt, irgendwelche Rekorde jetzt auszusprechen. Ist mir auch egal. Am Ende möchte ich meinen alten Rekord überbieten. Das ist vielleicht die richtigere Wahl. So, jetzt ist allerdings die Frage, ich bin mittlerweile Vater geworden, bin verheiratet und so weiter. Würdet ihr das Ganze mit Käfig oder ohne Käfig machen? Natürlich finde ich das Auto nach wie vor am geilsten mit einem kompletten Innenraum, ohne Rüberkäfig, ohne alles. Erzähle ich das zu Hause beim Frühstücken, sowohl meine Frau als auch meine Eltern sagen, bist du bescheuert, du kannst doch nicht 300 plus mit so einem Auto ohne Käfig fahren. Genauso sagt das übrigens auch der Veranstalter, weil die ganzen Veranstaltungen sagen nämlich das Gleiche, dass ein Auto, was über 300 km/h fährt, was es serienmäßig nicht tut, eigentlich einen Käfig braucht. Lange Rede, ich weiß es immer noch nicht, ob Käfig oder kein Käfig. Wir haben gerade wieder bei dem besagten Event die Situation gehabt, wir fahren aus der Boxengasse, Einführungsrunde, kommen in die letzte Kurve, liegt ein Auto auf dem Dach, ein BMW. Ja, es geht halt wirklich leider manchmal ziemlich schnell und ein Auto liegt halt auf dem Dach. Ich weiß, vor 10 Jahren hätte ich immer gesagt, auf gar keinen Fall Käfig, brauchen wir nicht, so ein Quatsch, wird schon nichts passieren. Bin mir heutzutage allerdings nicht sicher, ob das cool ist. Also damals war so eine Aussage cool. Ich weiß, dass heute so eine Aussage nicht cool ist, weil es kann immer etwas passieren. Und wenn man in dem Moment nicht das Maximum im Vorfeld gemacht hat, damit man möglichst sicher unterwegs ist, hat man eigentlich was falsch gemacht. Ist aber so. Punkt. Und dann kommt noch dazu der Punkt, irgendwann werde ich mit diesem Fahrzeug mal im Ausland unterwegs sein wollen, auf irgendwelchen Veranstaltungen. Und das ist dann eh vom Reglement her oder von der Zulassung her nochmal ein ganz anderes Thema. Deswegen da so meine Gedankengänge aktuell zu. Ich weiß, die Zeit wird kommen, wo dieses Auto ähnlich wie der Abarth auf dem Prüfstand, auf Events fahren wird. Das wird alles cool, das wird alles geil. Das wird euch auch freuen, das wird mich freuen. Das wird eine geile Belohnung für alle sein, die daran mitgemacht haben. Aber wie, wo, was, wann? Mit Käfig, ohne Käfig, kleiner Käfig, mit Bügel, ohne Bügel, mit Käfig, aber komplett im Innenraum. Auch eine Überlegung. Ich weiß es nicht. Ziel Nummer 1 für Mai ist es erstmal, Technik fertig zu haben. Variante 1, Motorenprüfstand. Variante 2, Technik eingebaut auf dem Prüfstand. Dafür ist der Käfig erstmal irrelevant, aber dann wird halt der Tag kommen, wo es im Juni ein Event gibt. Und ja, ich freue mich auf eure Gedankengänge dazu. Was ihr machen würdet, bin mal gespannt. Finde irgendwie alles, also alle Varianten sind cool. Leerer Innenraum, Käfig, volles Ballett Racecar, ist einfach geil, siehe Abarth, ist kompromisslos, ist für den Anwendungszweck, den ich mit dem Auto vorhabe, eigentlich genau das Richtige, weil, das habe ich gelernt in den letzten Jahren, Bau ist kompromisslos, dann funktioniert es. Natürlich haben wir jetzt aber ein Auto von der Optik her wie das alte Auto. Das heißt, wir könnten jetzt auch eine Mischung machen. Käfig rein, aber originalen Innenraum in abgespeckt. Dann hätte man so ein bisschen das alte Auto in neu modern mit ein paar Sicherheitsfeatures. Ist ja das gleiche Thema Löschanlage zum Beispiel. Nach dem Abbrand des alten Autos muss da natürlich eine Löschanlage rein. Jetzt kann man auch sagen, hat das alte Auto auch nicht gehabt. Ja, schwierig. Bin gespannt. Eure Aussagen dazu. Fakt ist, wird auf jeden Fall weitergehen.
und wird am Ende auf jeden Fall geil werden. So, jetzt als letztes gucken wir noch mal einmal kurz in die Kommentare rein, damit das Ganze nicht schon wieder zu lange wird. Hier haben wir es doch. April. Ich habe ja versprochen, wir fangen von oben an mit den Top-Kommentaren. Absoluter Top-Kommentar. Mich würde interessieren, wie es mit der neuen Halle weitergeht. Da gibt es ein bisschen, viele von euch haben im Vorfeld gesagt, also nicht viele von euch, sondern viele von meinen persönlichen Ansprechpartnern, ob das so schlau ist, in einem Mietobjekt diese Umbaumaßnahmen vorzunehmen. Und ich habe damals gesagt, nee, ich habe einen guten Mietvertrag, ist alles gut, alles safe. Jetzt kam es allerdings tatsächlich zu einem Besitzerwechsel und deswegen haben sich die Pläne da leicht geändert und aktuell ist einfach nur belastend und nicht so geil, ganz ehrlich gesagt. Ja, kann ich jetzt nicht ändern. Auch da wird es weitergehen. Ich weiß aber nicht, ob das im Mai sein wird, weil da brauche ich jetzt erstmal kurz ein bisschen Zeit, mir gut zu überlegen, wie, wo, was ich mache, wie ich es zu Ende bringe und so weiter. Da sind mir aktuell definitiv Limo, Abarth wichtiger und dann, deswegen kann ich da noch nichts, also deswegen gibt es einfach kein Update, weil ich bin nicht jemand, der euch ein Update gibt mit etwas, was am Ende nicht stimmt, irgendwie gelogen ist oder einfach nur, dass das Video jetzt in dem Moment einfach nur da ist, damit dein Video da ist, dann lasse ich es lieber und gebe euch jetzt in diesen Monatsupdates immer den Stand dazu und sobald es an der Halle weitergeht oder an einer anderen Halle weitergeht oder, gibt es auch da wieder das passende passende Update zu. Hier ist jetzt ein Kommentar, den kann ich leider nicht vorlesen, das wäre jetzt zu... Nee, lasse ich jetzt zur Sekunde einfach mal so stehen, positiv gemeint. Ich lese jetzt allerdings auch an der Stelle hier ein Kommentar mal zwischen, das habe ich nämlich eben gerade vergessen. Marius Golf, der eine oder andere, der ihn ja bei Instagram verfolgt, sieht, dass er aktuell für seine Familie ein Haus am Sanieren, Renovieren, Umbauen, Eskalieren ist. Jeder, der Marius kennt, weiß, dass wenn er etwas angeht, wird es in kürzester Zeit wieder bei 300% sein. So ist es dort natürlich auch. Das heißt, geht nebenbei natürlich am Golf auch weiter. Die Schritte sind aktuell aber noch so wenig, dass wir wieder beim Thema sind. Das nächste Video, was für Marius Golf kommt, soll es auch wieder in sich haben. Das Auto wird einfach perfekt. Deswegen, nein, kann ich nur jedem Video wieder sagen, wir werden uns nicht streiten. Wir haben uns nicht gestreiten. Wir helfen uns immer noch. Das Auto steht immer noch genau ungefähr 10 Meter von hier durch die Decke unten im Ladenverkauf. Wir sind ein, zweimal die Woche abends am Schrauben. Und auch da geht's voran. Auch Großes vor. Aber das ist halt sein Baby. Auch da wird es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten irgendwann mal ein bisschen weitergehen. So, jetzt sind hier ganz viele positive Kommentare mit Lob. Die brauchen wir auch alle nicht vorlesen. Die könnt ihr euch alle selber durchlesen. 25.08.24 Rollerrennen in Hanstedt. Holt ihr euch die nächste Abreibung ab? War das in Hanstedt? Muss ich erstmal nachgucken. Wir waren tatsächlich bei einem 24-Stunden-Rollerrennen. Gibt es auch ein Video zu. Sei ich auch ganz ehrlich. Deswegen, das mit der Abreibung war, glaube ich, gerade nicht ernst gemeint hier. Aber geil. War mega. Wir vollkommen siegessicher. Siegessicher nicht. Wir wussten natürlich, dass wir da nicht gewinnen. Aber wir waren vollkommen sicher, dass es geil wird. Mit Benny einen Roller gebaut. Ich sag euch, das Ding hat Leistung gehabt, bis der Arzt kommt. Genau 20 Minuten lang. Wirklich. Nach 20 Minuten der Roller kam an, ist ausgegangen, Benny, Kickstarter, Kick, keine Kompression her, platt, nächsten Zylinder drauf, halbe Stunde später wieder das Gleiche. Wir haben es wirklich geschafft, in kürzester Zeit zwei Zylinder zu schrotten, weil unser Ansaugsystem in Kombination mit Luftfilter und Eiweiß einfach der letzte Müll war. Aber wir haben richtig Spaß gehabt, das war geil und wir sind tatsächlich wieder mit zwei Rollern dieses Jahr am Start. Also wir werden auf jeden Fall da sein beim 24-Stunden-Rennen. Ich habe leider an dem Wochenende noch einen weiteren Termin. Das heißt, ich kann nicht durchgehend die 24 Stunden da sein, aber Team Alus ist auf jeden Fall vor Ort. 25.08. In Hanstedt. Ich habe gerade nachgeguckt, das ist tatsächlich das, was ich meinte. Ich muss mal Danke sagen, dass du die Leute in deinen Videos ausreden lässt. Das Thema mit dem Ausreden lassen ist schwieriges, komplexes Thema. Ich versuche das mal in ein, zwei Sätzen kurz zu erklären. Ich denke, viele Leute im Internet, die die Leute nicht ausreden lassen, inklusive mir, weil ich muss manchmal leider auch dazwischen grätschen, tun das nicht, weil sie maximal unsympathisch im Internet aussehen wollen, sondern auch diese Leute haben eine gewisse Erziehung und wissen, dass es unhöflich ist, immer dazwischen zu grätschen. Aber man macht diese Videos ja schon irgendwo für einen gewissen Erfolg, also auch dafür, dass die Leute diese Videos gerne gucken. Und bei dem einen oder anderen Gesprächspartner ist es halt schon so, dass man kann ja immer etwas in einem Satz erklären oder man kann halt fünf Sätze brauchen. Das ist bei einem Satz noch nicht schlimm.
Wenn man das aber in jedem Satz immer und immer wieder hat, dann ist man halt irgendwann bei wirklich langen Videos, wo nichts passiert. Jetzt gibt es die Möglichkeit, das nachträglich natürlich alles komplett zu beschneiden und irgendwann hat man die übelsten krassen Cuts in so einem Video drin. Oder man muss halt hier und da mal ins Wort fallen. Und da ist dann irgendwann die Königsdisziplin halt, in dem Moment abzuschätzen, falle ich dem jetzt gerade ins Wort, weil am Ende es notwendig ist. Oder wird es irgendwann zur Routine? Weiß ich nicht. Ist ein schwieriges Thema. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass jeder, der das macht, eigentlich macht es schon jeder, weil es irgendwann einfach, man merkt ja in dem Moment, dass es irgendwie ein bisschen zäh und länger wird. Aber auf keinen Fall macht es irgendwie einer mit einer bösen Absicht, sondern im Sinne einfach natürlich nur dafür, dass die Videos schön kurz und knapp und knackig werden. Frage zum Kanal-Intro. Wird es zur Limo 2.0 auch ein Intro 2.0 geben? Ihr habt tatsächlich gesehen, dass, da habe ich jetzt mal eine Frage an euch. Wir haben neulich mal bei einem Video das Intro weggelassen, weil dieses Intro kennt ja nun wirklich jeder. Es gehört einfach zu mir, so wie es halt einfach zu mir gehört. Aber es ist natürlich so, dass ich glaube, dass ziemlich viele von euch dieses Intro einfach überskippen. Also die machen das Video an und machen erstmal Doppelklick auf den Bildschirm, dass sie direkt nach dem Intro anfangen. Diese Tatsache ist für den YouTube-Algorithmus nicht besonders gut, weil es direkt ein Desinteresse an dem Video zeigt ein bisschen. Deswegen könnt ihr bitte mal einmal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das Intro überskippt oder ob ihr das Intro euch reinzieht. Ich ziehe es mir jedes Mal rein, weil ich den Sound bis heute geil finde. Und ich habe auch schon drüber nachgedacht, eigentlich, also meine allerliebste Version wäre, dass ich ein Intro für jedes Auto habe. Das heißt, einmal diesen ultra krassen Lada-Abpfeif-Sound vom Abarth, der bis heute für mich schon legendär ist. Keine Ahnung, wie das geht, aber es klingt einfach nur geil, weil man hört jetzt gefühlt mit dem Lada nur noch eine Turbine, die auf einen zufliegt. Genauso würde ich das natürlich gerne für Oma Golf machen, wie bei 300 die Räder noch durchdrehen, für die neue Limo und so weiter. Praktisch. Ist es aber YouTube-mäßig, glaube ich, eher so, dass der Trend dahin geht, dass man gar kein Kanal-Intro eigentlich mehr hat. Jetzt haben wir hier haufenweise Kommentare in Bezug auf Karfreitag. Da denke ich, dass ich eigentlich schon soweit alles beantwortet habe. Moin Philipp, danke für den tollen Kontakt. Hast du geplant, den alten Limo-Motor auseinanderzubauen, um eine detaillierte Fehleranalyse zu betreiben? Warum die Limo damals so hohe Öltemperatur hatte und abgebrannt ist? Teil 1 der Frage. Ja, auf jeden Fall. Es brennt mir auch in den Fingern, das zu machen. Aktuell steht der Motor ja aber noch bei Jean-Pierre im Pace, wo ich auch sehr dankbar für bin. Irgendwann werden wir diesen Motor nochmal zerlegen. Aber ich finde, bevor wir dies tun, brauchen wir erstmal das Erfolgserlebnis, dass das neue Auto wirklich fertig ist, geliefert hat und fährt. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Nicht mehr so weit, wie man eigentlich denkt. Das kann immer schnell gehen, wie man bei anderen Projekten auch schon gesehen hat. Aber erstmal muss das alte Auto wirklich, das neue Auto wieder auf dem alten Stand sein und dann nehmen wir die alte Technik und gucken da mal rein. Werden wir aber auf jeden Fall tun, habe ich euch versprochen. Und das wird auch so bleiben. Ganz viel positives Feedback zu dem Monatsupdate. Das finde ich wirklich cool, weil, bin ich ganz ehrlich, für mich ist es ein einfaches Video. Stell die Kamera hin, quatsche ein bisschen mit euch. Aber ich merke auch, dass, wenn ich alleine hier bin und alleine mit euch quatsche, man auch einfach ganz anders redet und auf ganz andere Ideen kommt. Frage, berechtigte Frage. Was ist aus dem RC-Race geworden, Stand der Dinge, mit Kfz-Fuzis, der dich herausgefordert hat? Kommt da dieses Jahr noch was? Ja, was soll ich sagen? Thema Projektleichen. Ich habe das Ding komplett zerlegt, sauber gemacht und jetzt liegt es original. Marius und mich regt es auch schon immer auf, also aufregen jetzt nicht böse gemeint, aber das Ding liegt bei uns auf der Werkbank in der Garage, abgedeckt mittlerweile, dass es nicht wieder einstaubt und dreckig wird. Aber wirklich aktuell keine Zeit oder keine Priorität, es zusammenzubauen. Kann ich ganz ehrlich sagen. Würde ich gerne tun, aber da ist aktuell auf jeden Fall, alles andere wichtiger zur Sekunde. Daher auch an der Stelle gar nicht weitergemacht. Wie waren deine ersten Anfänge im Autotuning und wie hast du das Geld dafür aufgebracht? Deine Meinung zu fetten Boxen um Auto wäre auch mal interessant zu wissen. Meine Anfänge mit Autotuning, habe ich schon ein paar Mal gesagt, waren eigentlich ein bisschen anders. Da sind wir nämlich bei dem Thema RCK, welches ich gerade gesagt habe, aus dem Keller geholt habe. Bei mir war es damals mit 12, 13, 14 so, dass ich unbedingt ein ferngesteuertes Auto haben wollte. Allerdings nicht ein ganz normales mit Elektromotor oder, sondern bei uns war das noch so üblich, dass auf dem Realparkplatz unweit sonntags, wenn Real eigentlich geschlossen hatte, die ferngesteuerten Autos gefahren sind mit Benzinmotor. 1:10, 1:8 und sogar 1:5. Das waren immer diese richtig dicken Dinger. Und so war es halt, dass ab und an nebenan bei Adler sogar tatsächlich mal ein Rennen gefahren wurde. Das heißt, da wurden alte KG-Rohre in der Mitte durchgesägt. Die wurden dann mit Holzbrettern mit Klettverschluss aufeinander gemacht und es wurde ein Kontrollstand aufgebaut und dort wurde Rennen gefahren. Und so bin ich eigentlich in die Sache reingekommen, weil ich habe gesagt, ich möchte unbedingt so ein ferngesteuertes Auto mit Verbrennungsmotor. Damals natürlich irgendwas Gebrauchtes von einem Kumpel, von
was gab es damals? Den heißen Draht gekauft? Hat man wirklich noch im heißen Draht geblättert? Nee, es gab den heißen Draht online. Dann irgendwann, als ich gemerkt habe, ich würde das gerne machen, weiß ich noch, habe ich mir einmal einen neuen Kyosho-Motor gekauft. Ab dem Tage konnte ich überhaupt erstmal vernünftig fahren, weil der alte Motor, die Dinger, jeder weiß es, so ein Nitro-Methan-betriebener Zweitakter mit gefühlt 148.000 Umdrehungen war halt ständig kaputt. Dieser neue besagte Motor, der hat dann aber ganz gut funktioniert und da konnte ich ganz gut mitfahren. Und dann kam irgendwann der Tag, dass ich von meiner Mutter die alte Herkules-Mofa aus der Scheune gezogen habe. Die habe ich fertig gemacht. Dann kam die RS125 und dann kam der Golf 1 GDI. Das waren allerdings noch die Zeiten, wo es tatsächlich noch Tuning-Zeitschriften gab. Das heißt, ich weiß noch, das Nonplusultra zu dem Zeitpunkt war, du hast eine Zeitung aufgeklappt und da war jemand, der hat einen Golf 4 genommen, das war damals ein neues Auto, und hat den einfach hinten breit gemacht. Wo ich so gesagt habe, boah, Alter, die Eier muss man erstmal haben, sich einen Neuwagen zu kaufen und den direkt hinten zu zerschneiden und breit zu machen. Das waren so damals die Anfänge. Bezahlt habe ich das Ganze tatsächlich mit Zeitung austragen. Ich habe damals immer Samstag hier so das Käseblatt bei uns auf dem Dorf ausgetragen. Das durfte man damals ab 14 Jahre. Und ab 16 habe ich dann sogar fast 10 Jahre lang bei uns bei einem Rewe gearbeitet an der Ecke, im Getränkemarkt, an der Kasse, und habe da quasi von Obst und Gemüse und Getränke und alles gemacht. So ging das Ganze los. Und habe mir dann meinen ersten Golf 1 GTI gekauft. Da sind wir nämlich bei dem Ende. Habe nämlich da tatsächlich auch direkt eine Anlage und Boxen eingebaut. Also so richtig mit Box. Jetzt klingelt das Telefon, das soll mal kurz klingeln. Mit Box auf Kopf gerichtet, mit Hochtöner, mit Subwoofer, mit Endstufe, unter die Endstufe noch Lüfter gepackt. Und dann gab es halt so heftig Mucke, dass an der Schule halt das Kennzeichen vibriert hat. Ne? Das waren die Zeiten. Neulich saßen wir bei mir im Bus und haben uns gesagt, Alter, hier ist eigentlich so viel Platz drin, warum hat das Ding eigentlich noch nicht eine geile Anlage? Also wenn bei euch jemand ist, der nach aktuellem Stand der Technik gerne solche Anlagen baut, kann er sich gerne bei mir melden. Wenn wir da passend zu meinem Content auf diesem Channel reingehen, also weil ich glaube einfach, dass jetzt in diesem digitalen Zeitalter ganz andere Sachen möglich sind. Ich möchte jetzt nicht haufenweise Monitore in das Auto reinklatschen, sondern einfach nur musiktechnisch wird da einfach mehr gehen, ja, dann würde ich schon ehrlich gesagt das Thema Mucke auf meinem Channel nochmal aufgreifen. Weil ich einfach glaube, dass das könnte schon was sein, was nochmal ein bisschen Zukunft und Potenzial hat. Jetzt nicht im Maße von, dass jeder wieder anfängt, sich Anlagen ins Auto einzubauen. Das wird einfach nicht passieren, alleine aus dem Grund, dass die neuen Anlagen mit Handy und Spotify und Apple Music und was weiß ich einfach schon extrem gut und gut genug sind. Plus dieses laute Musikhören jetzt ja eh nicht mehr so in ist. Man geht ja auch nicht mehr so viel in der Disco. Manche zumindest nicht mehr. Aber ich hätte trotzdem mal Bock, eine Anlage zu bauen. Wann fährst du zur Firma Speedtech in Düren? Jetzt habt ihr mich erwischt. Da wollte ich wirklich schon ständig hin. Wir haben uns auf der ersten Motor schon nochmal wieder kurz gesehen gehabt. Gut, dass er mich dran erinnert. Da werde ich direkt jetzt einen Termin vereinbaren, weil da sind so viele Projekte, die mich wirklich brennend interessieren, dass wir darauf nochmal hin müssen. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bitte macht weiter so. Mich freuen diese Videos. Es ist jeden Monat wieder ein Genuss, dieses Video zu drehen. In diesem Sinne, vielleicht bis zum Wochenende. Ich würde mich freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.